Ich muss niesen. Oh Gott. Hallo ihr Lieben. Heute geht es wieder um die letzten zwei gelesenen Bücher und das sind diese beiden hier. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Morgen liebe ich dich für immer von Jennifer L. Armentrout. Ihr wisst, ne? Frau Armentrout, meine Queen. Ach, was habe ich mich auf dieses Buch gefreut. Deswegen habe ich dieses Buch auch gleich verschlungen, als ich es bekommen habe. Ihr seht, dieses Buch ist ein ganz schöner Klopper. Es hat knappe 550 Seiten, also es sind glaube ich 542 oder so. Und ja, was für so ein Jugendbuch wirklich sehr, sehr viel ist. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Dieses Buch ist definitiv ein Jugendbuch und richtet sich an ein jüngeres Publikum auf jeden Fall. Und es ist ein eher Jennifer L. Armentrout untypisches Buch. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. Gleich, wenn das Flugzeug vorbei ist. In diesem Buch geht es um Mallory und Ryder. Und Mallory und Ryder sind zusammen aufgewachsen. Sie sind beides Waisenkinder und haben in der gleichen Pflegefamilie gelebt. Sie haben beide in der gleichen Pflegefamilie schlimme Dinge erlebt und gesehen, die kein Kind eigentlich erleben und sehen sollte. Dann wurden die beiden aufgrund eines Unfalls getrennt und haben sich 4 Jahre lang nicht gesehen. Als die beiden sich nach 4 Jahren wieder treffen, ist sehr, sehr schnell klar, dass immer noch diese Verbundenheit zwischen ihnen ist, dass dieses Band, was sie in der Kindheit geknüpft haben, nicht so einfach zu zerstören ist. Auch wenn beide in sehr unterschiedlichen Welten gelebt haben und sich auch in eine sehr unterschiedliche Richtung teilweise entwickelt haben. Und es passieren dann aber einige Dinge in diesem Buch, was das Ganze auf eine Katastrophe zusteuern lässt. Und ob Mallory und Ryder es am Ende gelingt, ihre Freundschaft zu retten und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, trotz der Vergangenheit, die ihnen schon noch sehr, sehr doll nachhängt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dass dieses Buch ganz, ganz anders ist, als ich es erwartet habe. Denn ich muss sagen, dass das hier ein eher Jennifer L. Armentrout untypisches Buch ist. Wer von euch Jennifer L. Armentrout kennt und auch liebt, so wie ich, weiß, dass sie einen sehr witzigen Humor hat, dass sie ein rasches Tempo auch in ihren Geschichten immer hat und indem sie die Geschichten vorantreibt und erzählt und dass die Geschichten einen ganz besonderen Charme haben und ja, dass die Charaktere auch immer so ein bisschen kekse und frech und vorlaut sind. Und ich möchte nicht sagen, dass es in diesem Buch nicht ist, aber hier ist das Ganze sehr abgeschwächt und sehr zurückgenommen. Denn hier liegt der Fokus wirklich auf der Geschichte, auf der Vergangenheit der beiden. Und meiner Meinung nach liegt das große Augenmerk der Geschichte wirklich auf der Charakterentwicklung. Man soll in dieser Geschichte wirklich sehen, was Mallory und Ryder für einen Leidensweg hinter sich haben, wie die beiden sich entwickelt haben und wie sie sich im Laufe der Geschichte auch noch entwickeln. Und das war für mich erstmal sehr, sehr ungewöhnlich, wie gesagt, weil Jennifer L. Armentrout, ich bin da einfach anderes gewohnt. Aber als ich mich dann dran gewöhnt hatte, dann ging es. Aber für mich war der Anfang etwas zäh. Also ich bin gut in die Geschichte reingekommen. Ich habe auch das Ganze sehr, sehr schnell gelesen. Also ich muss sagen, man fliegt hier wirklich nur so durch die Seiten, weil der Schreibstil ist einfach... Ich mag den Schreibstil von Jennifer L. Armentrout einfach sehr. Auch wenn die Geschichte wirklich am Anfang sehr, sehr langatmig ist. Bis dann wirklich erstmal man an einen Punkt kommt, wo auch was passiert. Und ich glaube, das Problem ist hier einfach, dass man von Anfang an weiß, wie die Karten auf dem Tisch liegen. Also man weiß von Anfang an um die Vergangenheit der beiden. Man weiß, was bei den beiden passiert ist, warum sie getrennt wurden. Und dadurch nimmt man natürlich ziemlich viel von der Spannung raus. Weil wenn man von Anfang an die Karten auf den Tisch legt, ja, was soll denn der Leser dann noch erwarten, ne? Wenn man von Anfang an weiß, was los ist. Und das war für mich ein bisschen ungewohnt. Und wie gesagt, dadurch ging für mich halt auch ziemlich viel von der Spannung verloren. Aber andererseits war es halt auch wieder für die Charakterentwicklung und für den Blick auf die Charaktere wirklich sehr, sehr gut. Und es war so ein bisschen so ein Hin und Her bei mir mit dem Buch. Also wie gesagt, an für sich am Anfang hatte ich da echt Probleme reinzukommen. Die Handlung hat sich echt gezogen. Und dann war ich aber an dem Punkt, ich weiß nicht mehr wann, das war so kurz vor der Hälfte, da hat es mich dann gehabt, das Buch. Und da habe ich dann auch weitergelesen und da habe ich das dann auch wirklich sehr, sehr schnell fertig gelesen, weil dann war ich an dem Punkt, wo die Geschichte sich entwickelt hat, wo dann auch was passiert ist, wo man das Ganze vorangetrieben hat und ja, und wo die Handlung dann auch einfach Fahrt aufgenommen hat. Also von der Handlung her hat es mir gut gefallen, aber ich bin einfach von der Frau anderes gewohnt und das war für mich schon eine ziemliche Umstellung. Aber so von der Handlung her hat es mir schon noch gut gefallen. Zur Charakterentwicklung kann ich sagen, dass mir das Ganze sehr gut gefallen hat. Gerade die Entwicklung, die Mallory in diesem Buch durchmacht, fand ich sehr, sehr gut. Also man merkt richtig,
wie sie sich zurück ins Leben kämpft, wie sie ihre eigenen Ängste bezwingt und ja, wie sie einmal versucht, wieder zurück ins Leben zu finden und wie sie auch am Ende anderen dabei hilft. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön zu sehen und sehr, sehr schön zu lesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten vom Schreibstil her ist es eine sehr ruhige Geschichte. Also die Geschichte ist sehr, sehr ruhig erzählt. Wir haben jetzt hier nicht extrem dramatische Punkte und Wendungen drin, dass man so denkt, oh mein Gott. Also sind schon solche Punkte drin, aber jetzt halt nicht so viel und sehr extrem, sondern halt wie gesagt, die Geschichte nimmt halt so langsam ihren Verlauf und spitzt sich dann zum Ende hin wirklich immer mehr zu. Und ja, fand ich gut. Also vom Schreibstil her hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Ausdrucksweise von Jennifer Longford mag ich ja sowieso. Und auch die Übersetzung war wirklich sehr gut und hat mir auch gut gefallen. Und wie gesagt, vom Lesen her hat es mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es war locker leicht und einfach zu lesen. Ich habe, glaube ich, ich war auch sehr, sehr schnell durch. Ich glaube, ich habe die letzten 70 Seiten in einer halben Stunde gelesen. Und da ist nicht, weil ich quer gelesen habe, sondern einfach, weil sich wirklich sehr, sehr leicht lesen lässt. Und das macht bei der Dicke des Buches ja auch Sinn, ne? Also sonst hängt man da ja ewig dran. Also ich sag, vom Schreibstil her hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Zum Setting kann ich sagen, dass wir hier eine typisch amerikanische Stadt haben. Das Ganze spielt in Baltimore. Baltimore hat natürlich auch verschiedene Stadtteile. Wir haben da quasi so unsere schlimmeren Gegenden, so keine Slums oder so, aber schon so Ghettos und natürlich die nobleren Gegenden. Und da Mallory und Ryder ja aus zwei verschiedenen Welten quasi kommen, spielt das Ganze natürlich in dem Buch auch mit einer Rolle. Und ich muss sagen, dass es mir vom Setting her wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen, wo das Ganze gespielt hat. Ich finde ja sowieso, dass Frau Armentrout das Ganze immer sehr, sehr gut umschreiben kann, dass sie auch Szenen gut umschreiben kann. Und ich kann mir bei ihr das Ganze wirklich immer sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß, wie die Räume aussehen, ich weiß, wie die Charaktere aussehen, ich weiß, was die da gerade machen und wenn die da irgendwas tun in der Szene, dann kann ich mir das auch wirklich immer sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, wie gesagt, vom Setting her hat es mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich wirklich nicht sagen, das war wirklich für mich wie immer perfekt. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mir das Buch gut gefallen hat, aber es war definitiv etwas anderes als wie das, was ich erwartet habe. Ich bin halt, wie gesagt, von Frau Armentrout einfach andere Geschichten gewöhnt und ich glaube, sie wollte sich ja einfach mal ausprobieren und einfach mal was anderes ausprobieren im Geschichtenschreiben. Und ja, ich finde, das ist ja ganz gut gelungen. Wie gesagt, es ist jetzt für mich eher ein schwächeres Buch der Autorin, weil ich mag halt ansonsten ihre freche Art und ich mag die Charaktere, dass sie immer so ein bisschen frech und vorlaut sind und ja, auch die Ausdrucksweise, also das Vokabular in diesem Buch war auch sehr, sehr anders. Also normalerweise sind da auch mal Schimpfwörter drin vertreten und solche Sachen. Und hier wurde das dann halt immer umschrieben mit Erfluchte. Und ja, es war halt schon, wie gesagt, eine etwas andere Jennifer Armentrout-Geschichte. Und ich habe halt hier definitiv etwas anderes erwartet. Aber mein Fazit ist halt, es ist trotzdem eine gute, solide Geschichte. Ansonsten kann ich ja sagen, dass man dieses Buch gut ab 12 Jahren auch schon mitlesen kann. Es ist zwar eine relativ ernste Thematik, also die Kindesmisshandlung, aber ich finde, dass das hier alles sehr, sehr gut erklärt wird, sehr, sehr gut beschrieben wird und dass man geht ja jetzt hier nicht ins Detail, ne? Also in dem Buch, man liest ja jetzt nicht, wer wie wo vermöbelt wurde und wie schlimm das jetzt alles war, sondern es wird halt immer nur angerissen. Und ich finde das eigentlich echt nicht verkehrt, dass man ein Jugendbuch mal mit so einer ernsteren Thematik macht. Hat mir sehr gut gefallen. Im Großen und Ganzen kann ich ja sagen, es war eine schöne Geschichte, aber ich habe definitiv etwas anderes erwartet. Das zweite Buch für dieses Video ist Forever in Love. Meine Nummer 1, es ist der dritte Teil der Forever in Love Reihe und ich mag die Reihe total gerne und auch diesen Teil mochte ich wieder sehr. In diesem Buch geht es um Antonella und Matteo. Und Antonella oder Nell, wie sie in dem Buch genannt wird, ist so die Streberin vom Campus. Sie hat ihren College-Abschluss in 2,5 Jahren jetzt gemacht und hat das Ganze vorverlegt. Und sie hat halt in ihrer College-Zeit nichts anderes gemacht, außer zu lernen und hat halt nichts vom Leben erlebt. Und ihre Mitbewohnerin ist Dylan und Dylan kennen wir aus dem Band davor. Und durch Dylan lernt sie dann die Footballmannschaft vom College kennen und hängt dann so ein bisschen mit denen rum und lernt dann auch dort Matteo kennen. Die beiden vereinbaren dann einen Deal, woraufhin Nell viele Erfahrungen, die sie auf dem College normalerweise machen sollte, zusammen mit Matteo nachholt. Und was das alles für Erfahrungen sind und was am Ende mit den beiden da noch alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann nur sagen, dass mir der dritte Teil der Forever in Love-Reihe wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte Nell, ich mochte Matteo und ich habe mir im zweiten Teil schon gedacht, boah, der Typ, der geht gar nicht. Was ist denn das für einer? Und man hat dann halt auch hier die Hintergründe zu ihm erfahren und warum er sich so verhalten hat und konnte ich nachvollziehen. Und ja, fand ich gut. Ich mochte die Handlung auf jeden Fall total gern. Wie gesagt, die beiden sind sehr, sehr unterschiedliche Charaktere und wie die dann in diesem Buch so zueinander finden und
ja, wie auch Matteo sich Nell gegenüber verhält, fand ich ganz, ganz toll. Hat mir gut gefallen. Von den Charakteren merkt man schon, dass Nell hier eine Entwicklung in dem Buch durchmacht, weil, wie gesagt, sie ist ja am Anfang so die schüchterne Streberin, die nicht so aus sich raus kann und nicht so wirklich weiß, wohin. Und zum Ende hin entwickelt sie sich schon zu einer Persönlichkeit, die ihre Meinung vertritt und auch weiß, was sie will und das auch anderen sagen kann. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und auch Matteo entwickelt sich hier in dem Buch von einem Aufreißer-Spaßtypen zu schon einer ernsten Person mit Hintergrund. Und auch das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten vom Setting her spielt das Ganze wieder an der Rusk University. Ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Ich kenne mich in Amerika nicht aus. Und ja, so ein typisches College-Setting ist das halt, so College-Campus. Und die ganzen Charaktere von den ersten Bänden sind natürlich auch wieder mit da dabei. Und man hat hier schon so einen Blick auf das Pärchen vom vierten Teil bekommen. Und da freue ich mich wirklich schon sehr, sehr drauf auf die Geschichte. Und bin schon sehr gespannt, was das mit den beiden noch auf sich hat. Vor allen Dingen, da man im vierten Teil die Vorgeschichte der Protagonistin schon kennt. Also man hat es im zweiten Teil quasi hautnah miterlebt, was da mit der Protagonistin aus dem vierten Teil passiert ist. Und weiß genau, was quasi bei ihr los ist und was sie Schlimmes erlebt hat. Und da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte, gerade mit diesem Hintergrundwissen, was man dann schon hat. Und ja, ich kann euch die Forever in Love-Reihe von Cora Carmack wirklich nur empfehlen, wenn ihr New Adult-Geschichten mögt, solltet ihr euch die Reihe auf jeden Fall mal mit angucken. Sie ist ganz, ganz. Das waren meine letzten zwei gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und ihr sie gelesen habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.